Norbert L. besitzt einen PKW und ist als Halter wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von einer Bußgeldstelle angeschrieben worden. Er möchte wissen, ob er verpflichtet ist, auf die Anhörung zu antworten. Gefahren ist mit dem Fahrzeug nämlich sein Sohn, den er aber bei der Bußgeldstelle nicht als Fahrer angeben will. Es gibt keine Verpflichtung, den Fahrer zu benennen gegenüber der Bußgeldbehörde. Wenn ich eine solche Anhörung bekomme, dann bin ich allenfalls verpflichtet, und wenn man genau liest, steht das da auch so drin in der Anhörung, bin ich allenfalls verpflichtet, die Angaben zu meiner eigenen Person zu machen, auch wenn ich jetzt nicht der Beteiligte an dem Vorfall, an der Geschwindigkeitsübertretung bin, aber die Angaben zu meiner eigenen Person müsste ich, wenn ich es korrekt handhabe, immer machen. Angaben zur Sache selbst, also auch zu dem Umstand, wer der Fahrer gewesen ist, die muss ich eben nicht machen. Wie kann denn die Bußgeldbehörde dann aber auf den Fahrer kommen? Ja, das ist dann ihre Sache. Die Bußgeldbehörde kann verschiedene Ermittlungsmaßnahmen ergreifen. Was sehr häufig vorkommt, ist, dass man von dem Halter des Fahrzeugs, Fahrer kennt man ja erstmal nicht, von dem Halter vielleicht ein Passfoto von der Meldebehörde sich holt und das vergleicht. Manchmal holt man sich dann auch die Passfotos von den im selben Haushalt lebenden, also dort gemeldeten Personen, um die dann auch vielleicht abzugleichen. Man kann vor Ort Befragungen machen, das machen auch Bußgeldbehörden, die von weit weg sind, indem die zum Beispiel die lokalen Polizeidienststellen mit einer Amtshilfe, um eine Amtshilfe ersuchen. Da kommen dann die Beamten vor Ort und versuchen dann zu befragen, muss man natürlich auch keine Angaben machen. Niemand muss da Angaben machen. Manchmal werden dann auch die Nachbarn befragt, ob sie die Person auf dem Foto kennen. Die Nachbarn sind dann manchmal auch ein bisschen obrigkeitshörig, obwohl sie auch da, die Nachbarn, natürlich keine Angaben zu der Sache machen müssen. Aber das sind eben so Ermittlungsmöglichkeiten, die die Behörden dort ausnutzen. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, wenn man jemanden bestimmten im Verdacht hat, für die Bußgeldbehörde die Person vorzuladen oder eben vorladen zu lassen zu einer anderen Behörde. Insgesamt ist es so, die Bußgeldstelle hat 3 Monate Zeit, den Fahrer zu ermitteln. Wenn die 3 Monate rum sind, ist es verjährt. Drohen dem Halter denn eigentlich Kosten, wenn er den Fahrer nicht preisgibt? Nein, es gibt keine Pflicht zur Offenbarung, keine Pflicht, sich zur Sache zu äußern. Dann drohen ihm natürlich auch keine Kosten, wenn die Behörde den Fahrer nicht ermitteln kann. Kann denn die Behörde unserem Zuschauer einen Bußgeldbescheid zustellen, obwohl sie nicht weiß, wer der Fahrer ist? Das passiert gar nicht mal so selten. Weil die Bußgeldbehörden, wenn sie den Halter im Verdacht haben, es gibt ja manchmal auch relativ schlechte Fotografien, wo man das vielleicht beim Passfoto nicht so richtig abgleichen kann, dann erlassen auch manchmal Bußgeldbehörden sozusagen auf den Verdacht hin einen Bußgeldbescheid. So nach dem Motto, na, wenn das nicht gewesen ist, wird er schon Einspruch einlegen. Und wenn das gewesen ist, akzeptiert er den Bußgeldbescheid vielleicht. Tatsächlich ist es auch so, weil die Empfänger der Bußgeldbescheide, wenn sie denn selber die Fahrer gewesen sind, sind dann manchmal trotzdem beeindruckt, weil sie nicht wissen, wie sind die denn nun wirklich auf mich gekommen und bezahlen das dann. Also in vielen Fällen funktioniert dieses System. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, wir haben ein Täterprinzip und nach den Grundsätzen des Strafrechts, die hier anzuwenden sind, kann nur der Täter belangt werden. Also unser Zuschauer müsste dann, wenn er einen solchen Bußgeldbescheid bekommt, gegen den natürlich Einspruch einlegen, weil die Fahrereigenschaft ja nachgewiesen werden muss. Und er sollte gegebenenfalls auch einen Rechtsanwalt beauftragen, erst recht, wenn er vielleicht eine Rechtsschutzversicherung hat, die ohnehin die Kosten für ihn erstmal verauslagt. Und zumal die Bußgeldbehörde, wenn das Verfahren eingestellt oder freigesprochen wird, dann diese Kosten sogar erstatten müsste. Selbst also wer keine Rechtsschutzversicherung hat, muss ich da jetzt keine großen Gedanken machen, weil dann die Behörde eben die Kosten erstatten muss, wenn das Verfahren dann eingestellt wird. Da ist die Frage, was passiert dann weiter? Ja, wenn da Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt wird, dann geht der ja erstmal bei der Bußgeldbehörde wieder ein. Die wird dann gucken, welche Chance haben wir denn, mit dem Bußgeldbescheid erfolgreich zu bleiben, und kann erstmal selber entscheiden, eventuell das Verfahren einzustellen, weil es vielleicht so auf dem Verdacht gewesen ist, der Bußgeldbescheid, dass der erlassen worden ist. Wenn sie das Verfahren nicht einstellen will, dann muss sie es abgeben an das zuständige Gericht. Das geschieht über die Staatsanwaltschaft, die das, ja, die eigentlich nochmal drüber sehen soll, machen die meistens gar nicht so sehr genau. Und die Staatsanwaltschaft gibt es dann nachher ans Gericht weiter.
Und das Gericht wird dann in der Regel eine mündliche Verhandlung anberaumen und die Sache dann nach der mündlichen Verhandlung entscheiden. Spätestens der Richter wird feststellen, dass unser Zuschauer nicht der Fahrer gewesen ist und wird ihn dann freisprechen. Und was geschieht mit dem Sohn unseres Zuschauers? Na, der Sohn, der hat keine Pflicht zur Selbstanzeige, der muss sich also nicht selbst stellen. Vermutlich ist inzwischen dann über die Dauer des Verfahrens, so wie wir das gerade skizziert haben, ohnehin die Verjährung eingetreten. Allerdings bietet dieses Verfahren für ihn natürlich die Chance, sich künftig regelkonform zu verhalten. Frage und Antwort. Ich bin nachts aus Unachtsamkeit auf den Randstreifen der Fahrbahn gekommen und habe dabei drei Leitpfosten beschädigt. Hätte ich an der Unfallstelle bleiben müssen? Wenn ich annehme, dass der Schaden nicht nur gering gewesen ist, also nicht nur im Bereich unter 40, 50 Euro, dann bestand eine Wartepflicht, nachdem Sie die Polizei informiert haben sollten.